Hi, ich habe heute hier so ein bisschen Flecken sauber gemacht. Ein bisschen Rasen gemäht, eine Fläche freigemacht von Rasen und Ananaspflanzen mitgebracht. Wir haben in den letzten Wochen ein paar Ananas gekauft oder bekommen und drei verschiedene Sorten. Einmal so eine Saftananas. Dann eine Ananas zum Einlegen, sagen die, oder sagt man hier in Belize, und eine Ananas so zum Essen, so eine süße Ananas soll das sein. Und hier ist einmal die süße Sorte, die ist ein bisschen, also dunkelgrüne Blätter, keine Stacheln an den Blättern. Wir haben dann die Ananas gegessen, haben das obere, das Grünzeug abgemacht, abgerissen, ins Wasser gestellt und siehe hier. Die hat nach 3 Wochen war das jetzt her, Wurzeln geschlagen. Viele Wurzeln. Und jetzt kann man die in die Erde stecken. Ja, das ist eine Ananas. Für Einlegen sagt man. Die hat hellere Blätter. An den Blättern noch. Stacheln sieht man, ganz feine Stacheln, piekst leicht, aber sonst okay. Und auch die hat schon viele Wurzeln bekommen, ausgelassen. Also standen ungefähr alle ähnlich im Wasser jetzt 3 Wochen. Und das ist die dritte Ananas, Saftananas. Die hat hellere grüne Blätter und auch die hat Stacheln, kann ein bisschen größere Stacheln. Piekst noch ein bisschen mehr. Steht auch jetzt knapp 3 Wochen drin und die hat auch jetzt zwar kleinere Wurzeln ausgelassen, aber haben alle ausgelassen. Wie man sieht, einfach die Spitze abgebrochen von der Ananas, ins Wasser gestellt, Ananas selber gegessen und das Grünzeug von der Ananas treibt dann Wurzeln aus und das pflanzt man dann. Man sagt so 2 Jahre, 3 Jahre wachsen die, werden größer, das wird dann so ein kleiner Busch, beziehungsweise ja, so kniehoch ungefähr das Ganze, so hüfthoch vielleicht, so die Blätter. Und dann nach 2, 3 Jahren kommt dann in der Mitte eine Ananas. Und die kann man dann ernten und essen, haben wir eine eigene Ananas. Und wie gesagt, durch diese grünen Stiele hier, beziehungsweise durch dieses Grüne, was oben auf der Ananas ist, so kann man die vermehren. Abstand brauchen die nicht viel. Ich habe jetzt hier knapp 2 Meter 1,80 gelassen. Ich überlege noch, ob jetzt 2 oder 3 reinmachen, aber so ungefähr in dem Abstand machen wir die dann. Und ich habe noch zu Hause ein paar Ananas beim Haus da im Wasser stehen, warten bis die Wurzeln kriegen und nach soll hier dann so eine kleine Ananasplantage entstehen. Sobald die Wurzeln haben, kommen die alle hier rein und dann können wir in 2, 3 Jahren selber Ananas hier ernten in unserer Ananasplantage. Fange ich jetzt an zu buddeln. Bereite das vor, pflanzen die Ananas ein und sehen wir gleich, wie das Ganze hier entwickelt. 1, 2 und 3. Also hier sind die 3 Ananas, die kommen gleich als erstes rein. Die bilden den Anfang von der Plantage. Gleich hole ich dann Pflanzerde. Wir haben hier auf dem Grundstück so 3 Häufchen. 3 Haufen Pflanzerde, fülle die Löcher damit so ein bisschen auf und setze dann die Ananas rein. Okay. Ja, hier haben wir Pflanzerde jetzt geholt. Füllen wir die Löcher ein bisschen damit auf, dass die Ananaspflanzen einen guten Start haben.
Zuckerananas, wie gesagt, ohne Stachel, dunkelgrün, auch kurz Wurzeln ausgelassen.